Was zuletzt geschah. Die Zeit war gekommen. Die finale Schlacht gegen Darkrai würde beginnen. Doch es nahm eine frühe Wendung, als Günther statt Darkrai auf Leon traf. Oder etwa nicht? Denn die Maske des dunklen Trainers fiel. Leon war Günther nie begegnet. All die Zeit war es Darkrai gewesen, der sich getarnt hatte, um zu spionieren. Und nun, in dieser menschlichen Form, forderte er Günther zu einem finalen Trainerkampf. 6 Pokémon blieben ihm. 4 seiner Generäle, Black, das Sorak, welches Shinnok entführt hatte, und Nick Schrosma. Der Schattendämon war der einzige nicht anwesende General. Und so verlief der Kampf, bis Eevee als letzte Emblemträgerin und Groudon als letzter Krieger Darkrais blieben. Doch Darkrai realisierte etwas. Groudon konnte nicht gewinnen. Nun, wo sie ihre Kraft kontrollieren konnte, war Eevee für ihn nicht mehr besiegbar. Doch Darkrai schaffte Abhilfe und gab Groudon den roten Juwel, nachdem er bereits so lange getrachtet hatte. Die Bestie war entfesselt. Kapitel 32. Urzeitbestie Proto-Groudon, Herrscher der Vulkane. Darkrai in seiner menschlichen Gestalt warf den roten Juwel zu seinem letzten General. Groudon erhielt endlich den Gegenstand, nachdem er so lange getrachtet hatte. Das rote Juwel, das ihm seine verlorene Macht zurückgeben würde. Kaum kam die Bestie mit dem Gegenstand in Berührung, wurde sie in grelles Licht eingehüllt. Eine Verwandlung, ähnlich einer Entwicklung, vollzog sich vor unseren Augen. Als das Licht verebbte, stand der Herr der Vulkane in seiner wahren Form vor uns. Seine Augen leuchteten nun in der Farbe der Lava des Planeten. Er war noch weiter gewachsen, als wäre er nicht bereits riesig genug gewesen. Seine Haut war durchzogen von Magma, wie die Tiefen unseres Planeten. Seine Aura wurde mächtiger als je zuvor. Dieses Monster selber schien es nicht glauben zu können. Diese Macht, diese unfassbare, vertraute Macht, die verlorene Energie des Planeten, sie kehrt zu mir zurück. Es wurde sofort klar, dieses Finale wurde unfassbar anspruchsvoll werden. Gegen die volle Kraft dieser mächtigen Bestie anzukommen, würde eine Herausforderung werden wie keine andere. Doch es musste sein, wenn wir Darkrai stoppen wollten. Zumindest dachte ich das. Doch völlig ohne Vorwarnung drehte sich Proto-Groudon auf einmal um und verpasste Darkrai einen vernichtenden Hieb mit seiner Klaue. Der Albtraumkönig verpuffte sofort ins Nichts. Auch die Menschenmassen um uns herum verstummten. Ich brauche diesen Kerl nun nicht mehr. Ich habe von ihm, was ich benötige. Nun ist der Weg geebnet. Alle Generäle, Nick Schrosma und selbst Darkrai sind gefallen. Nun stehe ich beinahe an der Spitze der dunklen Armee. Ich werde ihr Herrscher werden. Diese ganze Welt wird mein Reich sein. Und sobald dieser Ort eine wunderschöne Einöde für alle Wesen aus den Tiefen der Erdkruste wurde, werde ich voranschreiten. Ich werde mit meiner Armee zurück in die Pokémon-Welt reisen. Eine Welt nach der anderen wird unterjocht. So lange, bis ich der Herrscher des gesamten Weltenbaumes bin. Und dann folgt der Rest des Universums. Alle Existenzen werden sich dem Willen der Vulkane beugen. Ich werde mich an denen rächen, die mir meine Kraft genommen haben. Bald werden die Vulkane die Heiligtümer der Welten. Die Flüsse werden mit Lava gefüllt sein. Pflanzen werden aussterben.
Ich werde zum einzig wahren Gott. Das Monstrum sah zu uns herunter. Und ihr seid die Ersten, die ihre Strafe erhalten werden. Ihr standet mir im Weg, wieder und wieder. Ihr habt die Ehre, als Erste die Macht des neuen Gottes zu spüren. Der ehemalige General Groudon hatte sich gegen seinen eigenen Heerführer gestellt. Nun, wo er die Macht wieder bei sich hatte, wollte er selber der Anführer werden. Seine Macht sollte alle Welten umformen. Die Weltenbäume sollten brennen. Unser finaler Gegner stand nun vor uns. Es war nicht Darkrai gewesen, so wie wir die ganze Zeit erwartet hatten. Es war Groudon. Er musste bereits die ganze Zeit darauf gehofft haben, irgendwie an den roten Juwel zu kommen. Er hatte Darkrai für nichts anderes benutzt. Darkrai hatte Groudon aufgrund seiner wahren Macht als Trumpf in der Hinterhand behalten und bezahlte nun dafür. Jemand wie Groudon kennt keine Freundschaft, keine Treue, nur die Gier nach Macht. Das wahre Finale um diese und alle Welten begann nun. Nur Ivy blieb uns als Hoffnung. Sie hatte als Letzte ein Emblem. Doch auch die vier ohne Embleme schalteten sofort. Gegen Darkrai hatten wir einen Trainerkampf ausgeführt, klassisch im 1 gegen 1. Dieser Kampf gegen Proto-Groudon jedoch hatte keine Regeln. Es gab keine Gnade mehr. Niemand wurde verschont, wenn er nicht mehr konnte. Ein wahrer Pokémon-Kampf würde unser großes Finale darstellen. Und mit Groudons markerschütterndem Brüllen begann der Kampf. Mit einem Schrei, der die Erde zum Beben brachte. Groudon war nicht nur an Macht gewachsen. Der vorher 3 Meter große Godzilla, der uns alle bereits bei Weitem überwucherte, war nun auf die doppelte Größe herangewachsen. Nun konnte er uns mit einem Schritt zertrampeln. Ich wusste, dass in diesem Kampf jeder Krieger nötig werden würde. Auch ich wusste, dass ich mich nicht heraushalten würde. In meinem Inneren war ich immer noch ein Pokémon. Und dies musste ich nutzen. Proto-Groudon schien sich bereits eindeutig überlegt zu haben, wie er uns bezwingen wollte. Sofort benutzte er Sonntag, um die Wasserangriffe, die ihn nun noch mächtiger treffen würden, zu schwächen. Er wusste, dass Bulbi und Seemops und Hydropi ihm alle nun nicht sonderlich gefährlich, aber trotzdem lästig werden könnten. Er versuchte also als erstes, sie aus dem Weg zu schaffen, um sich der verstärkten Eevee ohne weitere Störungen widmen zu können. Mit der Macht, die er nun hatte, wurde jede einzelne Bewegung zu einem mächtigen Angriff. Sein bloßer Ruf konnte Lava aus der Erde strömen lassen. Jede Handbewegung löste einen Hagel aus Felsen aus. Er versuchte sofort, unsere gegen ihn schwächste Kämpferin auszuschalten und feuerte eine Wand aus Flammen in Bulbis Richtung. Durch Schaufler konnte sie zwar diesem Angriff ausweichen, wurde dafür umso kritischer getroffen, als Groudon Erdbeben einsetzte. Als sie wieder aus der Tiefe emporkam, wirkte sie sehr verletzt und hatte Brandwunden. Aufgrund der Lava, die Groudon direkt unter unseren Füßen bewegte, war es keine Option, sich einzugraben. Alle anderen versuchten die Chance zu nutzen, als Proto-Groudon mit Bulbi beschäftigt war, und griffen an. Latios und Seemops konnten jedoch nicht wirklich etwas anrichten. Hydropis Dampfwalze richtete zumindest ein wenig Schaden an. Ivy hatte sich in einen Volipurba verwandelt. Es war defensiv wohl eine der schlechtesten Wahlen, jedoch war es die einzige Form, die Erdbeben beherrschte. Dieser Angriff schien Groudon tatsächlich zu verletzen. Er wandte sich wütend und aggressiv zu Ivy, die sich sofort in einer Aquana verwandelte. Was wir jedoch falsch einschätzten, war, dass er weiterhin zu seinem Plan stand. Denn wie aus dem Nichts schoss er Lavabrocken auf Bulbi. Sie schaffte es zwar zumindest teilweise auszuweichen, wurde jedoch trotzdem verwundet. Bulbi, zieh dich zurück. Es hat keinen Sinn für dich, noch weiter zu kämpfen. Sie schien mir erst widersprechen zu wollen, sah dann aber zu Shinux, der vom Rand des Kampffeldes besorgt zu ihr sah. Sie wirkte zwar enttäuscht, zog sich aber letztendlich zurück.
Als nächstes schien Groudon Seemobs anzuvisieren. Das kleine Pokémon war durch seine rollende Fortbewegungsweise nicht sehr mobil und konnte sehr schwer ausweichen. Wir anderen versuchten wieder Groudon, während er abgelenkt war, zu verletzen. Wieder waren Hydropie und Eevee die einzigen, die irgendwie effektiv zuschlagen konnten. Ich versuchte es ebenfalls, doch in meiner derzeitigen Form war Aquaknarre die einzige Attacke, die ich beherrschte. Und Groudons intensive Sonne sorgte dafür, dass diese ihn nicht einmal erreichte, da sie vorher verdunstete. Dies galt hingegen leider nicht für die Felsenhagel, die Groudon auf uns hinabließ und die Seemobs kritisch trafen. Latias teleportierte ihn gerade noch rechtzeitig von der Kampffläche. Ein weiterer Kämpfer weniger. Und Latios wusste sofort, dass er Groudons nächstes Ziel werden würde. Er versuchte sein Bestes, um Groudon zu entgehen und dem Rest Zeit zu schenken, die dringend nötig war, um ihn zu verletzen. Er flog durch die Luft um Groudon herum, um ihn möglichst zu verwirren. Die Attacken des Riesen trafen ihr Ziel nicht und gaben Hydropie und Eevee Zeit. Doch auch wenn ihre Attacken die einzigen waren, die irgendetwas bewirkten, schien Groudon nicht schwächer zu werden. Es war nicht abzusehen, wie wir es irgendwie schaffen sollten, ihn zu besiegen. Auch wenn Latios uns viel Zeit schenken konnte. Leider zeigte sich jedoch erneut schnell, dass wir Groudons Intelligenz unterschätzt hatten. Wir hatten alle damit gerechnet, dass er so lange weiter Latios angriff, bis er ihn treffen würde. Doch er täuschte an. Als er das nächste Mal einen Angriff auflud, schoss er ihn ohne Vorwarnung auf Hydropie ab, der vollkommen unvorbereitet getroffen wurde. Latias wiederholte dasselbe wie bei Seemobs und brachte unseren kampfunfähigen Mitstreiter in Sicherheit. Die Vulkanbestie setzte ihren Angriffshagel weiter fort, wieder mit Latios als Ziel. Nun hatte er nur noch ihn und Eevee als Gegner. Und immer noch wirkte er nicht einmal angeschlagen. Die Situation wirkte hoffnungsloser, je länger sie andauerte. Das Emblem der dunklen Armee hatte Groudon bereits große Macht verliehen. Doch diese Urform übertraf dies bei weitem. Es war eindeutig, weshalb die Götter sich damals verbündet hatten, um ihm diese Macht zu nehmen. Nichts schien zwischen ihm und der Herrschaft stehen zu können. In dieser Form war er weit stärker als alle Generäle zusammen. Er war stärker als alle Gegner, die ich je bekämpft hatte. Und dabei war es alles so plötzlich. Nie hatte es den Eindruck gemacht, dass gerade er als stärkster Gegner dieser Reise herausstellen würde. Dass er der finale Gegner im Kampf um alle Welten wäre. Latios versuchte weiterhin, so viel Zeit zu schinden, wie er irgendwie konnte. Zwar half es nur noch Eevee, doch sie war ohnehin von vornherein diejenige gewesen, die mit Abstand den größten Schaden anrichten konnte. Durch ihre Attackenstärke, sowie durch ihr Emblem. Sie war unsere letzte Hoffnung. Doch als Latios bei einem riskanten Manöver von einem fallenden Felsen getroffen wurde und abstürzte, stand Eevee alleine. In einem vollkommen ungleichen Kampf. Doch ihr Emblem zeigte genau, wie sie sich fühlte. Wie bei Latias bereits klar geworden war, reagierte das Emblem auf Emotion. Und das Emblem um ihren Hals leuchtete heller als Proto-Groudons Sonnentag. Hebst du nun endlich auf, du kleine Wanze! Es ist vorbei. Ich bin nun unbesiegbar. Du hast nicht den leisesten Hauch einer Chance gegen mich. Denkst du, nach allem, was passiert ist, dass ich dann jetzt aufgeben werde, nachdem du mir Chelast genommen hast und ihm seine Eltern? Mir ist egal, wie stark du bist und wie niedrig die Chance auf meinen Sieg. Ich werde dich besiegen. Koste es, was es wolle. Ich werde dieses Kampffeld nicht verlassen, ohne zu siegen oder zu sterben. Nun gut, es ist deine Entscheidung. Ich dachte, dir liegt noch etwas an deinem Leben. Aber wenn du so dringend wieder mit deinem Freund vereint sein willst, dann werde ich dir diesen letzten Wunsch erfüllen. Nun war es ein letztes 1-gegen-1. Ein Kampf, wie er unausgeglichener kaum sein konnte. Ein einzelnes Evoli gegen den Urzeitschrecken und Feuerdämon Proto-Groudon. Jedoch war Eevee kein normales Evoli, das wussten wir alle. Und wenn sie einmal entschlossen war, ließ sie sich von nichts unterkriegen.
Sie versuchte den Kampf in ihrer Form als Aquana zu gewinnen. Es war mit Abstand die beste gegen Proto-Groudon. Volipurba war offensiv zwar etwas stärker und somit bisher die beste Wahl gewesen, doch Aquana bot defensiv eine deutlich bessere Basis. Jedoch war das große Problem, dass die stärkste Attacke, die Eevee als Aquana gegen Proto-Groudon vorzuweisen hatte, Schaufler war. Bulby hatte jedoch zuvor bereits gezeigt, dass Schaufler keine Option in diesem Kampf war. Offensiv blieb somit beinahe nichts übrig. Es gab genau zwei Möglichkeiten: Bodycheck und Lehmschelle. Eevee entschied sich in dieser Auswahl für Lehmschelle und konnte so aus einer gewissen Distanz angreifen, machte jedoch unfassbar wenig Schaden. Sie kämpfte mit allem, was sie hatte. Doch der Kampf war nicht gewinnbar. Sie versuchte es weiter, bis Groudon sie mit einem Clownhieb traf, so wie zuvor Darkrai. Sie war noch bei Bewusstsein, jedoch gerade so. Ich sah bereits, wie Latias kurz davor war, sie auch in Sicherheit zu bringen. Doch Eevee verwandelte sich in einen Nachtara, damit Latias sie nicht beeinflussen konnte. Ich sagte, ich werde nicht fliehen. Ich kämpfe bis zum Schluss. Groudon schien kein Verständnis für Eevees Handeln zu haben. Wieso tust du das? Siehst du nicht, dass du verloren hast? Vielleicht habe ich das, aber wie ich es gesagt habe, entweder besiege ich dich oder ich sterbe bei dem Versuch. Groudon schien es nicht zu interessieren. Nun dann erlöse ich dich von deiner Qual. Er machte einen großen Schritt nach vorne und hob den Fuß über Eevee mit dem Ziel, sie zu zerquetschen. Doch ein Rasierblatt stoppte ihn. Los, Endivier, schnell! Ein Endivier hatte Groudon angegriffen und seinen Angriff gestoppt. Doch nicht irgendein Endivier. Es war das, was früher an Leons Seite gewesen war. Und sein Trainer war eben dieser Leon. Dieses Mal der echte. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Ich habe vorhin im Fernsehen gesehen, dass Darkrai sich hier als ich ausgegeben hat. Ich wollte einschreiten und dann habe ich das gesehen. Ich sah einen weiteren Bekannten. Spark eilte gerade Eevee zur Hilfe. Ein ungewöhnliches Bild nach allem, was geschehen war. Du bist also der echte Leon, der andere Pokémon gewordene Mensch. Ja, aber ich denke, unseren Smalltalk sollten wir verschieben, nicht? Das stimmt. Danke für die Hilfe, aber ich bezweifle stark, dass die Kraft von Endivier und Spark ausreicht. Das ist kein Problem. Sie haben mich auf dem Weg hierher getroffen und sich mir angeschlossen. Aber sie war nicht zu zweit. Sie hatten noch ein Shaman, ein Galopper, ein Rabigator und ein seltsames Myrapla bei sich. Groudon unterbrach das Gespräch lauthals. Ihr Insekten! Weshalb kämpft ihr immer noch an? Ihr habt verloren. Seht ihr es nicht? Euer Ende ist besiegelt. Keiner ist der Kraft meines Feuers gewachsen. Doch ein atemberaubender Schrei ertönte. Ein Schatten verdeckte Groudons künstliche Sonne. Ein weiterer Trainer erschien hinter uns. Olaf. Und am Himmel schwebte Mega Rayquaza. Groudon, ein zweites Mal richtest du dein Unheil mit der Kraft des Juwels an. Der Godzilla schien geschockt, als er Mega Rayquaza erblickte. Du solltest nicht hier sein. Meine Armee sollte dich aufhalten. Du kannst mir nicht wieder in die Quere kommen. Ich kann es und ich werde. Deine Macht ist groß und ich weiß, dass ich nicht gegen dich ankommen würde. Doch ich kann dir deinen größten Vorteil nehmen und somit deine Macht begrenzen. Du wirst wieder fallen, so wie es sein muss. Die Drachenschlange flog mitten in die künstliche Sonne, die Groudon erschaffen hatte. Und sie verpuffte. Das Sonnenlicht ließ nach. Das Wasser war wieder nutzbar. Und nun stand Proto-Groudon ohne Sonnenlicht gegen eine kleine Armee. Das hier ist kein Trainerkampf mehr. Das hier ist kein Kampf, der nur einen von uns etwas angeht. Das hier ist der finale Kampf um unser Schicksal. Also kommt, kämpft darum. Olaf schien viele Menschen zu erreichen. Denn unfassbar viele Pokébälle öffneten sich. Aus der kleinen Armee wurde eine ganze Kriegsmacht. Groudon stand nun alleine gegen Tausende. Und ganz vorne in der ersten Reihe Eevee. Ihr Emblem leuchtete wie noch nie zuvor.
Es ist vorbei, Groudon. Dein Licht ist verschwunden. Deine Macht ist eingeschränkt. Du hast keine Chance mehr. Ich werde Chelast rächen. Ein für alle Mal. Das Emblem hüllte sie in ein grelles Licht. Es war wie eine Entwicklung. Eine echte Entwicklung. Nicht Ivys normale Verwandlung. Als das Licht verebbte, stand dort ein völlig neues Pokémon. Eine Entwicklung für Evoli. Eine Form, die wir später auf den Namen Elementara tauften. Eine Form, die in allen Farben des Regenbogens leuchtete. Ein Evoli, das jeden Typen abdecken konnte. Und niemand von den Anwesenden verweigerte Ivy die Ehre, den letzten Schlag zu setzen mit ihrer neuen Spezialattacke, Hoffnungsstrahl. Der Angriff traf Protogroudon mitten in sein nicht vorhandenes Herz. Die Bestie fiel zu Boden, die Protoform verschwand und der rote Juwel zerbarst. Für immer. Groudon war besiegt. Ivy hatte es geschafft. Rayquaza stieg vom Himmel herunter. Alle Menschen jubelten und Ivy stand einfach da mit Tränen im Gesicht. Tränen der Freude. Ich habe es geschafft, Chelast. Ich habe dich gerecht. Ich ging schnell zu meinen Freunden und half ihnen mithilfe einiger Items wieder auf die Beine. Der Krieg war zu Ende. Wir hatten gewonnen. Das hätte mir jetzt niemand geglaubt, oder? Ein langsames Klatschen ertönte hinter uns. Darkrai machte sich wieder bemerkbar. Der Drecksack war durch Groudons Schlag natürlich noch nicht besiegt gewesen.